Hallo und herzlich willkommen zurück zu Karrieremodus FIFA 18. Mit wem anders da als Wien Wiesbaden? Okay, wen spielen wir jetzt? Oh, jetzt geht das Transfer-Dingsbus vorbei. Millionen Ausgaben. Cavani. Zu Barca. Millionen Ausgaben. Alter. Kevin Pizzoni wurde verkauft. David Blacher, 940.000. Aber ganz klar, nein. Ganz klar, nein, ich verhandle trotzdem. Millionen. Jetzt hat jener eingekauft, einen abgegeben. Wen? 2,4 Millionen gekauft, 1,3 Millionen Abgänge. Schmelzer 15,6 Millionen Euro nach Leverkusen. Alter. Seitdem Schmelzer wieder da ist, läuft es bei Dortmund gar nicht. Böse Zungen behaupten, er versagt als Kapitän. Kann ich jetzt nicht behaupten, aber auch nichts dagegen sagen. Allen haben sie auch noch geholt. Nur aus Osnabrück. Duisburg will Minzel. Wenn du 130.000 willst, hätte ich gerne bei der Verkaufsgebühr.
Patrick Funk, 67.000. Angenommen. Der hatte bestimmt eine Ausstiegsklausel. Spieler des Monats ist einer von uns. Geil. Wer soll es auch sonst sein als Blacher? Freigabensumme für Patrick Funk bezahlt. Scheiße. Falls der Spieler entscheidet, sich vor Ort erhält der Verein die Transfersumme. Aber erst im Winter. Spielerentwicklung? Ein Tag nur noch. Jetzt gegen den hallischen FC. Kein einfaches Spiel. Die Fans sind bereit, wir sind bereit, Sie zu Hause hoffentlich auch, Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolfuß und mir. Heute heißt es Hallische FC gegen den SVW in Wiesbaden. Hallische Kurz zu FC. Den Gästen, wie schätzt du sie heute ein, Buschi? Also bisher erfüllen sie die zugegeben hochgesteckten Erwartungen überhaupt nicht. Wenn sie den Aufstieg packen wollen, müssen sie ordentlich was drauf. Hä, wir haben 4 Siege und 2. Ja, aber die Einblendung, so läuft die Heimmannschaft heute auch. Wir sind dicke im Geschäft vor. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Und jetzt die Chance. Das ist natürlich harmlos. Da muss die Abwehr nichts machen, das war ungefährlich. Christopher Andersen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Er passt ihn auf den Flügel. Wir spielen ja wieder mit den Neuen. Da verlieren sie den Ball. Topscorer wieder auf der Bank. Kriegt halt erstmal jetzt seine Auszeit. Und das ist der Ballverlust. Dass er sich nicht totläuft. Und heute feiert der neue Defensivspieler sein Debüt bei ihnen. Und zu dieser Verpflichtung können wir sie nur beglückwünschen. Darwisch. Matthias Fetsch. David Blacher. Das könnte die Chance werden. Ah. Sauber vom Ball getrennt hier. Gut, Groß Asbach hat dadurch mit Röttger jetzt den Stürmer verloren. Benjamin Pintol. Dadurch haben wir ja den Matthias Konkurrenz Fetsch eigentlich geschwächt. Kein Grund zur Aufregung. Es ist abgepfiffen. Da stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Klasse Aktion, Ball ist weg. Matthias Fetsch, Benjamin Pintol. Jetzt müssen sie aufpassen. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Das, Abwehr hat aufgepasst. Das gibt's nicht. Klaus Gasula, Benjamin Pintol. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Hilal El Helve. Den habe ich. Da kann er klären. Gut aufgepasst. War zu einfach. Hilal El Helve. Matthias Fetsch. Schönes Zuspiel. Das ist jetzt etwa. Gefährlich. Jetzt vielleicht.
Klasse Flanke. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Unfassbar. Ja, Riesenjubel bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Aber wie ausgekontert. Und da hat er es nicht mit Kraft versucht, sondern mit Präzision. Und er profitiert er macht von einfach mal so eine Grätsche und setzt den Ball. Kein Mensch in der Nähe, er macht die Grätsche. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja. Wird das seine Torchance? Warum er? Er nimmt ihm den Ball ab. Warum hatte ich da unten den Mann jetzt nicht? Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Da trennt er ihn vom Ball. Matthias Fetsch. Matthias. Royal Dominik Fennell. Martin Röser. Wird's jetzt gefährlich? Schieß, Junge. Das muss es sein. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Oh, ich hätte jetzt gerne die Wiederholung gesehen, wie knapp das war. Gut, wenn wir das Spiel nicht verlieren, dann sind wir wieder. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Wobei Halle natürlich auch einen der Top-Mannschaften. Gibt's jetzt die Gelegenheit? David Blacher. Timo Röska. Der ist gut. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Jetzt fehlt aber in der Mitte einer. Und jetzt die Chance. Nein, er stoppt den Ball nicht. Auswechseln, direkt auswechseln. Den Zweikampf verliert er. Ja, das gibt's ja wohl nicht. Ist das die Chance? Fairer Einsatz hier. Was machen die denn da im Sturm? Da will keiner ein Tor schießen. Der Ball landet im Aus. Was willst du da machen? Bei so viel Druck. Gibt Einwurf. Jetzt schießt er. Ball ist erstmal raus. Super Parade. Ich will jetzt alles nach vorne. Ich will das Spiel hier gewinnen. Royal Dominik Fennell. Benjamin Pintol. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. Da zieht er ab. Abgeblockt. Timo Röttger. Röttger. Jetzt könnte es gefährlich werden. Der sieht Mockenhaupt, der rennt mich jetzt auch vorne mit rum. Das könnte es sein. David Blacher. Das gibt's ja wohl nicht. Kopfball aus 5 Metern. Cooler Ball. In die Arme. Nein! Abgefangen, Mann. Gut gemacht. Matthias Fetsch. Matthias. Das könnte nicht. Wo ist das bei American Dad, glaube ich? Benjamin Pintol. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein also, Gott, wir war sind das knapp. Näher am 0:2. Gut, wir hatten eben die eine Riesenchance. Also, wir hätten auch einen Ausgleich schon machen können, aber. Da Halle ist vorbei. Giftig. Und wieder so ein Scheißball. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Nee. Naja, das ich hasse ist das. Dann doch harmlos. Machst du früh er den versucht X es mit dem schon platzierten bist du Ball, draußen ist aber nicht durchlaufen. Christopher Andersen. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Nein, da steht die Abwehr sicher. Matthias Fetsch. Ich kann aber auch nirgends hinspielen. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Ja, guter Ball. Alter, sind wir offen gefährlich. Jetzt hinten. Und jetzt die Chance. Pfostenschuss. Martin Röser. Oh, er trifft das leere Tor nicht. Drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber platziert genug. Also das hätte jetzt die Entscheidung sein können. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Timo Röttger. Das sieht vielversprechend aus. Röttger, der versucht es ja wenigstens. Hereingang. Der ist gut, der ist gut, der ist schlecht. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Die Chance jetzt vielleicht zum Kontern. Knappe Pausenführung. Ich meine, wir hatten 2-3 Riesenchancen, aber der Gegner hatte ja auch so Riesenchancen. Chemnitz wird gegen KSC. Jawohl. So, Röttger raus. Andres kommt auch rein.
Durchgang 2 hat begonnen. Alles oder nichts spielen. Oh, ja. Toller jetzt Pass. Paar. Und dann alles oder nichts. Dann so ein Ball. Boah, zum Glück war ich noch da. Ja, das ist dann doch harmlos. Ja, sowas müssen sie konsequenter spielen. Ich glaube, ich tue Kirschbaum wieder raus. Der ist ja noch schlechter wie der andere, Tom. Der hat ja wenigstens hier einen Ball gehalten. Aber bei Kirschbaum ist ja alles drin. Jetzt wird's gefährlich. Hat einen Ball gehalten. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Andres, der ist frisch, der ist gerade erst gekommen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Der ist gut, der Sie ist haben den Ball, schlecht. Aber bekommen Sie ihn auch raus? Es fehlt immer so ein Wird das eine Torchance? Muckenhaupt. Der Innenverteidiger, der jetzt auch nur noch vorne rumrennt. Vorne wird es jetzt eng. Matthias Fetsch. Aber der Weg ist jetzt nach vorne. Es gibt keine Verteidigung mehr. Schöne Aktion. Nee. Torwart. Lehmann ist jetzt nach Bachsa. Das gibt schnell was im Ball. Matthias Fetsch. Das Matthias könnte Fetsch. Gefährlich werden. Tolles Zuspiel. Flanke jetzt. Weg ist der Ball. Nee. Aha. Nein, warum denn dahin? Und die Linie wollte ich. Das gibt Einwurf, Ball ist draußen. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig Wechsel zurecht, der machen. Hat heute wirklich eine klasse Leistung gezeigt. Das, schönes Zuspiel. Jetzt vielleicht. Wie habe ich den Ball nicht gekriegt? Da macht er ihn rein. Da kommt er rein und macht gleich Wie habe ich den Ball nicht gekriegt? Alles ja, das richtig gemacht mit diesem Wechsel. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Kommt bisher rein und spielen sie vor. Hier. Ohne Weil ich irgendwie Probleme. Am Ball vorbeidrehe, der krätscht anstatt den Ball wegzubolzen. Gute Aktion jetzt. Der Reingabe kommt an den. Da Wir kommt er hin versucht, und er faustet den Ball weg. Das ist in die Hose gekommen. Benjamin Pintol. Schöner Pass. Da ist die Flanke. Nee. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer. Ja. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Wir wollen das Spiel gewinnen. Liegen jetzt 2-0 hinten. Und hat den Ball. Sind damit Klasse. Noch gut bedient, Leute. Fabian Baumgärtel. Zweite Halbzeit nur noch. Das Halle. Könnte die Chance werden. Wieder am Ball vorbei. Das ist nicht wahr. Er ist da und kann den Ball hier klären. Super Pass. Nein. Und jetzt die Chance. Ha, 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 ha. Hol doch den Ball! Da jubelt jetzt der anstatt den Ball zu holen. 2:1, eine enge Kiste. Vor lauter jetzt schnell, habe ich das Tor nicht nochmal angeguckt. Benjamin Pintol. Gute Chance. War eigentlich ganz cool gespielt. Fetsch ging daneben, wenn der da oben hingespielt hätte. Unglaublich, was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen und dann dieser sensationelle Reflex. Die Ecke kommt, der Keeper schnappt sich den Ball. Ganz sichere Aktion. Mein Pokal hat der Gegner auch mit 2:0 gedreht. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Jetzt kommt Müller. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Da hat doch einiges gefehlt. Also richtig gefährlich Jetzt war das nicht. Da hätten wir mehr draus machen können. Vielleicht macht er das Ding ja jetzt. Andres, der ist schnell. Wird das seine Torchance? Den hat er. Ball kommt rein. Nein, Flanke bleibt hängen. Weit genug. Hilal El Helve. Tolles Zuspiel. Ah, oh, das könnte es sein. Mockenhaupt. Lange Flanke. Nein. Ball kam gut, aber ich erst konnte mal auch ist die jetzt Gefahr nicht mehr schießen. Ich war jetzt schon zu Art spitzer hier Linke. Diesen Pass. Weg ist der Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Nicht hin. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Viertelstunde doch. Der Ball ist draußen. Es gibt Einwurf.
Gleich wird hier ausgewechselt. Mockenhaupt. Wenigstens die Hereingabe jetzt. Ja, das sah gefährlicher aus, aber das der Ball ist erstmal weg. Na toll. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Schlimme ist ja für die. Hilal El Helve. Da hat der Torwart keine. Und das war knapp, aber es war abseits. Och, was denn abseits? Ich hab doch den Ball. Es kostet jetzt nur noch 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Nein. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Ist jetzt zu hektisch. Und nee. Jetzt die Chance. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Busch, das ist jetzt alles hier zu hektisch. Jetzt wird's gefährlich. Komm mal. Mit vollem Einsatz kann er den Ball wegfausten. Vor allem kostet das Zeit. Hä? Und das gibt Eckball. Keiner macht was. Der Mensch geht nicht zum Ball, also sowas. Jetzt Eckball. Mit der Faust kann er hier. Was macht denn Kirschbaum da schon wieder? Schöne Flanke. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Das hier wird nichts mehr. Benjamin Pintol! Abseits. Auf Abseits entschieden. Gut gesehen, richtige Entscheidung. Knapp, aber Abseits. Knappe Kiste, da hätten sie ja fast das Tor gemacht. Ja. Ja, aber wir sehen in der Wiederholung, es war Abseits. Und das ist der Ball. Och Mann! Jetzt könnte es gefährlich werden. Sie versuchen es flach. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Andres. Ja, da müssen Sie aufpassen. Viel hat man nicht gesehen von ihm. Viel tolles Zuspiel. Nein. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine wahrscheinlich Chance entwickeln. Wahrscheinlich letzte Chance. Steven Ruprecht. Und zu einfach den Ball verloren. Ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Ja! Manuel Schäffler! 2-2! Alles wieder in der letzten Sekunde, aber was ein Vielleicht Ding. Vielleicht machen sie sogar noch den Siegtreffer. Also ich glaube, es wird noch dramatisch. Schauen wir nochmal drauf. Unglaublich, dass sie hier den Ausgleich doch noch gepackt haben. Wie geil gespielt. Was für eine Dramatik. Klasse, wie sie es immer weiter versucht haben. Alles wieder offen hier. 2-2. Und das Spiel ist aus. Wir haben keinen Sieger. Da haben wir noch den Punkt geholt. Schönes Zuspiel. Ich sag doch mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben nicht verloren. Perfekt.